Der Niger ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Die immer wiederkehrende Dürre bedroht das Leben von Hunderttausenden. Besonders betroffen sind die Kinder. Viele von ihnen sind Waisen. Jedes zweite Kind ist unterernährt und die Säuglingssterblichkeit ist hoch. Die Kinder sind auf Hilfe dringend angewiesen. Wir stehen also hier in den nächsten Jahren vor einer extremen Herausforderung, diese Kinder, wenn sie Jugendliche werden, in das Alltagsleben zu integrieren, ihnen eine Perspektive zu schenken. Diese Perspektive bieten die drei SOS-Kinderdörfer im Niger, wie hier im ländlichen Dosso. Außerdem unterhalten die SOS-Kinderdörfer drei Kindergärten, eine Jugendeinrichtung, drei Schulen und drei Sozialzentren mit medizinischer Versorgung. Wie in allen SOS-Kinderdörfern finden hier die ärmsten der Kinder ein neues Zuhause. Aissatou Diallo ist eine von 12 Müttern in Dosso, die sich um die Kinder kümmert und mit ihnen wie in einer Familie zusammenlebt. Liebe und Geborgenheit ist für die Kinder eine Erfahrung, die sie bei ihrer SOS-Mutter jeden Tag aufs Neue erleben dürfen. Draußen war jedes dieser Kinder auf sich gestellt und vom Hungertod bedroht. Schon die Kleinsten lebten auf der Straße, als Waisen oder von den Eltern verstoßen. Das Leben mit meiner SOS-Familie ist sehr gut. Meine Kinder hier können in einem geborgenen und sicheren Umfeld aufwachsen. Die SOS-Mutter weiß, dass die seelischen Wunden ihrer Kinder langsam heilen. Im Niger ist das Leben eines Kindes nur sicher, wenn es im Schutz einer Familie aufwächst. Viele der Kinder werden ausgestoßen, weil sie unehelich geboren sind. Genau wie ihre leiblichen Mütter haben sie keine Rechte und niemanden, der sich für sie einsetzt. Hier haben wir eine besondere Herausforderung. In diesem Land gibt es eine totale Ächtung des unehelichen Kindes. Es sind also tausende Kinder, die eigentlich ohne Namen und Identität in unserer Nachbarschaft leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir sie dort behalten können, denn das kann ein Kinderdorf gar nicht bewältigen. Wir sind daher sehr bemüht, in zunehmender Form diesen Familien in der Nachbarschaft vor allem beim Schulbesuch zu helfen und bei der Errichtung von gewissen Einkommensmöglichkeiten. Es kann eine Ziege sein, es kann eine kleine Mühle sein, es kann vielleicht auch ein Mikrokredit sein, um ein ganz, ganz kleines Geschäft zu eröffnen an der Straßenecke. Einen Mikrokredit bekam auch Sainabu Nayessa. Mit der Unterstützung von SOS-Kinderdörfer weltweit lernte die Witwe, Seife herzustellen und sie im Dorf zu verkaufen. So kann sie den Unterhalt für sich und ihre Kinder sichern. Dieses Familienstärkungsprogramm ist Hilfe zur Selbsthilfe. Es läuft gut. Ich kann das Schulmaterial für meine Kinder kaufen und ich kann mit der Seife auch die Kinder und ihre Kleider waschen. Sainabu Nayessa konnte mit ihrer Seifenproduktion den Mikrokredit von 50 Euro inzwischen zurückzahlen. Die Mutter sorgt mit ihrem Einkommen ganz allein für sich und ihre Kinder. Das Beispiel zeigt, dass Hilfe möglich ist. Bei SOS-Kinderdörfer weltweit kommt die Unterstützung dort an, wo sie gebraucht wird. Hier in Niamey erreichen wir 120 Kinder, in der Nachbarschaft noch mal 300 bis 400. Das ist dann schon ganz wirksame Hilfe. Wir können aus dem Dorf mit wenigen Handgriffen helfen, dass die Kinder der Nachbarschaft geimpft sind, dass sie eine vernünftige Ernährung bekommen und vor allem, und das ist der Schlüssel aus der Armut heraus, dass sie geregelt zur Schule gehen. Die Schulen der SOS-Kinderdörfer nehmen auch Kinder aus den umliegenden Dörfern auf. In ländlichen Gegenden liegt die Analphabetenrate unter jungen Frauen bei 80%, da ihnen die Schulbildung oft verwehrt bleibt. In den Schulen der SOS-Kinderdörfer werden Mädchen gleich behandelt. Auf dem Stundenplan steht heute der sorgsame Umgang mit Wasser. Die Kinder lernen, dass sie später selbst Verantwortung übernehmen müssen. Die Ausbildung der Kinder ist nur mit Unterstützung möglich. Wir können hier Hilfe leisten mit 20 Euro im Monat für ein Kind.
Und wir können hier wirklich in der Nachbarschaft der Kinderdörfer hunderte von Familien stärken, sodass sie selbst für ihre Kinder sorgen und sich die Frage nach der Abgabe in ein Kinderdorf gar nicht erst stellt. Helfen Sie. Unterstützen Sie die SOS-Kinderdörfer weltweit und geben Sie den Kindern im Niger eine Chance.